Kennst du dich? Ach, so mir die Frage. Das ist echt ein bisschen Ich hab das ja auch eben gemerkt. So, hättest du dir gewünscht, dass ich anders mich entscheide? Nein. Nein. Aber? Keine Ahnung. Ich, nix. Sag doch. Nee. Das Ding ist, was ich nicht verstehe, also wenn du zu mir sagst, der Charakter ist alles top, dies, das, jenes. Mhm. Du kennst mich jetzt schon länger, dann kommt eine rein, die du seit 2 Tagen vielleicht kennst. Ja. Die du nicht so kennengelernt hast wie mich. Ja. Wo ich mir denke so, hä? Was verstehe ich daran nicht? Bin ich hässlich? So, als Frau machst du dir deine Gedanken. Was zu aller Herrgotts Namen ist bei ihr, was ich nicht habe? Ich hab keinen Bock mehr auf diese Schiene. Keinen Bock mehr auf dieses BFF. Ich auf diese ganze Kacke, weil dafür bin ich einfach verdammt nochmal nicht hier. Schon überraschend, dass da vielleicht doch mehr irgendwie vorhanden ist, als wir beide uns vielleicht auch. Dann bin ich einfach der Blinde, ich weiß es nicht. Wieso bist du der Blinde? Weil mir das du jeder kannst sagt. Auch nicht dafür, dass du keine Anziehung hast, oder? Aber es wäre geil gewesen, hättest du einfach mal ein bisschen auf die Schnauze auf den Tisch gehauen. Hättest einfach mal wirklich Tacheles geredet. Hä? Ich weiß einfach. Du hast mir nie wirklich gesagt, genau woran es liegen würde. Es würde mir einfach mehr als alles andere bedeuten, wenn er einfach mal einfach nur reden würde. Das würde bei mir, glaube ich, auch einiges, glaube ich, an Last einfach wegnehmen. Boah. Ich werd so abgestimmt in das Arschloch, ich schwör's dir. Safe. Die fragen sich alle, was. Mich jetzt nicht damit an, was du gerade sagst, echt nicht. Nur klar, es ist. Siehst du, jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich wieder irgendwas. Du hast gar kein schlechtes Gewissen. Ja, aber wo bist du ein Arschloch, wenn du auf deine Scheißgefühle hörst? Ja, und du kommst gut an, das weißt du ganz genau. Hör mal auf, jetzt darüber zu reden, so. Du Arschloch. Du hast gerade das Thema. Mann, ich, Alter, mein Kopf ist einfach geh so. Geh doch, Mann. Ich geh nicht. Ich muss mich nur mal kurz hier hinsetzen. Meine Herzensentscheidung wäre es auf jeden Fall der Dominik einfach gewesen, von meiner Seite aus her. Ich weiß aber, hätte er sich für mich entschieden, wäre es nicht das Richtige gewesen. Ist ja nicht so, dass ich Hals über Kopf in dich verliebt habe, so ist es auch nicht. Aber natürlich mag ich dich und habe dich mein Herz geschlossen. Ja, dumm, wenn ich sagen würde, stimmt nicht. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr.